Hi, wusstest du eigentlich, dass zwei Drittel aller deutschen mittelständischen Logistiker sich mit dem Thema Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle als auch ihrer Dienstleistungen schon beschäftigt haben? Ich denke, das ist eine sehr gute Zahl und die zeigt, dass eben das Thema Digitalisierung nicht mehr an der Logistikbranche ohne weiteres vorbeigeht und die Zeiten von Excel-Tabellen so langsam ihr Ende finden. Natürlich wird das noch eine gewisse Reise sein. Dennoch kann man heute schon sehen, dass Sensorik, also Tracker zum Beispiel für Locations, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch, als auch Computer Vision immer mehr Einzug im Logistikbereich ziehen und somit im Grunde für eine smarte Beschaffungslogistik sorgen, in der im Grunde die Produkte dann produziert und transportiert und gelagert werden, wenn sie auch benötigt werden. Das sorgt unter anderem für Transparenz in der Supply Chain. Und somit kann man auch sehr flexibel auf Verzögerungen reagieren, um zum Beispiel Lieferketten einzubremsen oder zu beschleunigen sogar. Mega spannendes Thema. Wir haben uns im letzten Monat damit intensiv auf unserem Blog beschäftigt. Also schaut dort mal vorbei. Den Link findet ihr unten im Beitrag. Bis bald, euer Robert.